Schön, dich hier im neuesten Video begrüßen zu dürfen. Ich bin Emanuel Erk, Beziehungscoach und Therapeut. Und heute sprechen wir darüber, was die drei Gründe dafür sein können, dass du dich häufig viel zu schnell in jemanden verliebst und damit vielleicht auch häufig die falsche Entscheidung triffst oder zu Menschen eine Anziehung spürst, wo du denkst, oh Mann, das tut mir einfach viel mehr weh, als dass mir das wirklich dabei verhilft, eine erfüllende Partnerschaft zu führen. Hier ein kleiner Einblender, bevor das Video gleich weitergeht. Ich biete jetzt immer kostenlose Coaching-Abende an, wo du dich anmelden kannst, wo du mir live deine Frage stellen kannst oder einfach nur als stiller Zuhörer dabei sein kannst und so mich und meine Arbeit noch genauer kennenlernen kannst und vielleicht die Frage oder das Thema, was dir schon lange auf dem Herzen liegt oder was dich bewegt, endlich klären und bekommst so kostenfrei von mir Tipps oder Unterstützung in der Situation, in der du gerade steckst. Du kannst dich dazu einfach anmelden, hier unter diesem Video. Die schöne Verliebtheitsphase. Wir alle mögen es und dennoch gibt es viele Momente, in denen das Ganze extrem schmerzhaft sein kann. Und wir haben manchmal so das Gefühl, warum verliebe ich mich genau in diese Person? Warum erlebe ich das genau mit diesen Menschen? Ja, warum finde ich nicht jemanden mal, der wirklich zu mir passt, sondern habe immer so vielleicht das Händchen, mich in die falsche Person zu verlieben und auch manchmal mich so Hals über Kopf zu verlieben oder zu schnell zu verlieben. Und deswegen möchte ich hier mit dir ein bisschen darüber sprechen. Einmal, was sind die Ursachen dafür eigentlich, dass wir uns verlieben? Was können auch die tieferen Ursachen dahinter sein? Und was hat es eigentlich damit auf sich, immer sich so schnell in jemanden zu verlieben? Das Erste, was uns klar sein muss, in jemanden verliebt zu sein, ist noch nicht das Signal, dass ich mit diesem Menschen eine Partnerschaft führen sollte. Unser Verliebtsein ist eigentlich viel mehr ein Produkt unserer ganzen Neurosen als wirklich das Signal vom Universum, dass dort der richtige Partner auf uns wartet. Und das ist wichtig, das zu differenzieren und bewusst wahrzunehmen. Nicht immer quasi wie so ein Esel der Möhre hinterherzulaufen, wo mich meine Verliebtheit gerade hinführt, sondern auch differenzieren zu können, wer passt zu mir, was will ich eigentlich in Partnerschaften. Und dafür muss man erstmal mal ein Bewusstsein dafür entwickeln, wie kommt es eigentlich, dass ich mich verliebe? Was sind die Hintergründe? Was zieht mich vielleicht an diesem Partner? Wirklich Bewusstsein in diesen Prozess reinzubringen. Ganz vereinfacht kann man eigentlich sagen, wir verlieben uns meistens viel zu schnell in jemanden, je größer innerlich unsere Sehnsucht nach Liebe ist. Je größer innerlich eigentlich unser Drang danach ist, mit jemandem in Beziehung zu gehen. Je größer diese Lücke ist, desto schneller verlieben wir uns in jemanden. Hier aber natürlich nochmal eine kleine Ergänzung der Vollständigkeit halber. Es gibt natürlich auch das Bindungsmuster, dass ich mich nie in jemanden verliebe oder auf jemanden einlasse. Ja, auch aus dem gleichen Hintergrund. Das ist eigentlich auch die Sehnsucht nach Liebe. Aber da ist noch größer die Angst, verlassen zu werden oder die Angst, abgelehnt zu werden und so weiter. Das heißt, ich traue mich gar nicht, diesen Schritt zu gehen, quasi diese Sehnsucht in mir zuzulassen. Ja, deswegen, dass ich da Vollständigkeit habe, es kann auch eine Folge sein, dass ich mich nie in jemanden verliebe, aufgrund eigentlich frühkindlicher Erfahrungen, dass ich total Angst habe, mich auf jemanden einzulassen. Heute jedoch sprechen wir eben über die andere Dynamik, nämlich diese Erfahrung, ich verliebe mich super schnell in jemanden. Und das kann letztendlich verschiedene Ursachen haben. Das Erste, mit was es eigentlich immer losgeht, ist eigentlich starke Verlustängste. Das heißt, ich habe eigentlich immense Verlustängste innerhalb auch von Partnerschaften, erlebst du das vielleicht auch häufig. Und aus diesen Ängsten können wir sehr schnell Anziehung zu jemandem entwickeln. Denn sobald jemand quasi genau das bei uns wieder triggert, haben wir das Gefühl, ich will diese Person, ich brauche diese Person. Denn Verlustängste resultieren ja auch daraus, dass du denkst, ich habe Angst, dich zu verlieren und ich kann mich nur sicher fühlen, wenn du da bist. Und dieser Mechanismus wird von vielen verwechselt mit, ich bin so verliebt, diese Person ist mir so wichtig, ne? Ich brauche dich in meinem Leben. Dabei ist es letztendlich so, dass diese Person die Verlustängste triggert und dann beginnt dieser Wunsch, bitte bleib mir, damit ich dich nicht fühlen muss. Du kannst dir ja vorstellen, welche Menschen besonders bei dir diese Form von Verliebtheit aktivieren. Und es sind natürlich Menschen, die sich permanent wieder zurückziehen. Das heißt, denen kommst du näher und je näher du diesen kommst, desto mehr gehen sie wieder auf Abstand. Ja, das heißt, die geben dir ein bisschen was und dann gehen sie wieder raus aus dem Kontakt. Und durch diese Bewegung, erst Nähe und dann wieder Distanz, keine Sicherheit in der Bindung, wird permanent in dir Verlustangst aktiviert und es beginnt genau dieses Bindungsmuster. Ne? Was muss ich jetzt tun, um diese Beziehung zu erhalten? Und das verwechseln viele mit Verliebtheit und einer Anziehung. Die Ursache dafür ist natürlich eben offensichtlich, nämlich meistens Verlusterfahrungen in der Kindheit. Es muss nicht zwingend sein, dass jemand gestorben ist. Ja, es muss auch nicht immer zwingend die Trennung der Eltern sein, auch wenn diese beiden Ereignisse sehr, sehr häufig daran vorkommen. Es kann einfach sein, dass Eltern grundsätzlich diese Strategie haben, mich zurückzuweisen, wenn ich nicht so funktioniere, wie sie es gerne hätten oder mich früh in Fremdbetreuung gegeben haben, wenig emotionale Kapazität für mich hatten, emotional da waren, ne, und so weiter. Das können alles Ereignisse sein, die in uns Verlustängste hinterlassen. Verlustangst bedeutet nur letztendlich, ich kann mir nicht sicher sein, ob du bleibst. Ja? Und da gibt es viele Ursachen, wie das in uns entstehen kann. Und dann später passiert genau das wieder in Beziehungen, dass diese Verlustängste aktiviert werden und dadurch
unser ganzes Bindungssystem und dieses, oh, ich brauche dich jetzt unbedingt. Und das Problem ist aber, dass wir häufig aus dem heraus nicht die richtige Entscheidung und nicht die richtige Partnerwahl treffen, weil wir dann eben nicht den aussuchen, wo wir wirklich das Gefühl haben, oh, das hat Potenzial. Das ist genau das, was ich mir vorstelle, sondern eigentlich viel zu voreilig Entscheidungen treffen, nur um von diesen Verlustängsten wegzukommen. Ein weiterer Grund, warum du dich viel zu schnell verliebst, ist einfach, weil du an sich unsichere Bindungsmuster als Kind erlebt hast. Das heißt, du hattest keine sichere, beständige Bindungserfahrung zu deinen Eltern und besonders eben zu der Mutter. Die Mutter ist dann mit noch die entscheidendere Bezugsperson. Das heißt, da war keine feste Form von Sicherheit, Verlässlichkeit, dass die Eltern nicht wirklich berechenbar waren, wirklich da waren in dem Maße. Und deswegen ist es für dich normal, dass Unsicherheit eigentlich immer ein Part des Ganzen war. Und so sind auch deine ganzen Beziehungsmuster oder Bindungsmuster dem angeglichen und du hast eher unsichere Bindungsmuster. Das heißt, du kannst schwierig wahrnehmen, hat das Ganze jetzt wirklich Potenzial hier, die Beziehung? Ist das eine gesunde Form von Partnerschaft? Ja, sondern deine Form von Beziehung ist eigentlich immer von Unsicherheit und Ängsten begleitet. Und dann neigen wir auch einfach viel zu schnell, emotionale Entscheidungen zu treffen und haben wenig Lücke dazwischen zu gucken, macht das hier Sinn an der Stelle? Ist es gerade für mich das Richtige? Und das andere ist einfach, dass wir gerade in dieser Verliebtheitsphase immer so aufgehen. Ne? Immer diese sofort in so mentale Illusionen gehen. Ah ja doch, vielleicht ist es dieser Mensch, auf den ich gewartet habe und sowas. Ja, da beginnen so unsere ganzen Bindungswünsche auf einmal aufzutauchen und dann, sobald es irgendwie enger wird, ja, oder es zu den ersten Irritationen kommt, dann beginnt das Ganze schon ins Wanken zu kommen und entweder geht die Verliebtheit ganz schnell weg oder sie nimmt dann noch ein höheres Ausmaß an, ja, und wir beginnen dann noch mehr quasi irgendwie dem anderen nachzuschmachten. Aber wichtig ist, das alles hat noch nichts mit Liebe zu tun, sondern was hier passiert, ist, dass die Bedürfnisse unserer Kindheit, die nicht erfüllt wurden, in den jetzigen Kontakt projiziert werden, ja, in diese Fantasie, hier das wieder erleben zu können. Hier das erleben zu können, was in der Kindheit nicht möglich war. Und das kennen wir auch alle in der Verliebtheitsphase, dass wir wie blind sind, weil wir nun alles drauf projizieren auf den anderen, was in der Kindheit nicht erfüllt wurde. Und je mehr wir das Gefühl haben, ah ja, ich glaube, mit dir kann ich das erleben, ich glaube, du kannst das erfüllen, ja, desto stärker wird natürlich die Verliebtheit und so blinder werden wir eigentlich, ob das Ganze wirklich funktioniert. Und meistens kommt dann der große Crash eines Tages, weil man merkt, ey, der andere ist ja doch nicht so, wie ich es mir in meinem Kopf ausgemalt habe. Je mehr sichere Bindungserfahrungen wir gemacht haben als Kind, desto mehr innere Stabilität haben wir entwickelt. Und desto weniger haben wir quasi immer diese Suche nach Beziehungen, nach Liebe und so weiter, sondern wir haben ein festes, stabiles Ich, eine feste, stabile Identität und aus dem heraus wird Beziehung etwas Optionales und nicht etwas, was ich zwingend brauche, um mich sicher und stabil zu fühlen. Und das ist wichtig für sich wirklich zu reflektieren. Inwieweit habe ich Sicherheit in meiner Kindheit erlebt? Inwieweit gab es dort wirklich ein sicheres Bindungsverhältnis? Oder war eigentlich Unsicherheit etwas, was mich permanent begleitet hat? Falls du dir jetzt an der Stelle unsicher bist und denkst so, warte mal, habe ich sowas wirklich erlebt? Wie war das genau bei mir? Ich habe dazu ein ganzes Online-Seminar vorbereitet, ein dreitägiges Seminar, nämlich wie du deine Beziehungsmuster heilst, ja, wo ich auch ausführlich auf diesen Bereich eingehe, was sind Kindheitserfahrungen, die genau dazu führen können? Weil viele haben ihre Kindheit gar nicht mehr richtig im Kopf, schätzen die gar nicht richtig ein, fehlinterpretieren eigentlich das, was ihnen passiert ist und sind darüber gar nicht wirklich klar, ja. Das heißt, ich habe dir ein dreitägiges Seminar vorbereitet, wo du unter anderem in dieses Thema eintauchst, aber wirklich generell auch lernst, wie arbeite ich mit meinen Beziehungsmustern, auch bei dieser ganzen Thema Verliebtheit, wie treffe ich da eigentlich die gesündere Entscheidung, finde wirklich zu mir, wie unterscheide ich das, was in mir stattfindet. Und das Beste ist, dieses Seminar ist kostenfrei und du findest die Infos dazu hier unter diesem Video und kannst dir gerne dort deinen Zugang dazu sichern. Der dritte Grund, über den ich jetzt noch mit dir sprechen will, für eine schnelle Verliebtheit, ist eigentlich eine Reinszenierung der Kindheit. Das heißt, wir haben eine Anziehung zu einer Person, die am ehesten wieder genau dieser Beziehung zu unseren Eltern ähnelt. Und wir reinszenieren hier genau diese Beziehungserfahrung. Das kann so etwas sein wie, ich möchte unbedingt dich, aber du willst mich nicht. Ich will dir näher kommen, du weist mich zurück. Oder immer, wenn ich etwas von dir möchte, agierst du total ambivalent und so weiter. Es gibt viele Formen, wie wir hier quasi unsere Kindheit reinszenieren innerhalb dieser Partnerschaft. Und dafür kannst du auch mal prüfen, wenn du hier diese Person kennenlernst, fühlst du dich wirklich erwachsen? Oder hast du das Gefühl, da taucht irgendwie was Kindliches in mir auf oder ich fühle mich ganz klein im Kontakt mit dem anderen? Und hast du das Gefühl, dass sich das, was sich hier zeigt, schon so häufig in deinem Leben gezeigt oder reinszeniert hat? Der Hintergrund, warum wir das wieder und wieder machen, ist es, dass wir immer uns wieder genau an diese Grenze bringen, genau an diese Herausforderung, die als Kind für uns zu viel war, um nun als Erwachsener hier das für uns klären und bewältigen zu können. Das heißt, ich vergleiche das immer so gerne eben mit Super Mario. Ja, es ist so, als ob du das Level nicht geschafft hast und nun, jetzt wo du erwachsen bist, wo du noch zusätzliche Kapazität hast im Vergleich zu Kindern, kommst du wieder an dieses gleiche Level und nun ist die Möglichkeit zu fragen, kann ich das Ganze bewältigen? Kann ich nun dieses Thema für mich aufarbeiten? Aber das machen die wenigsten Menschen. Die meisten Menschen bleiben in dieser Reinszenierung, in der Wiederholung ihrer Muster wieder und wieder und fragen sich dann, warum
verändert sich hier alles nichts. Ja? Stattdessen gäbe es die Möglichkeit, dass du auch sagst, ich will endlich dieses Level, dieses Super Mario Level bewältigen und das für mich lösen und aufarbeiten, was sich hier wieder und wieder zeigt und ich zum x-ten Mal genau diesen gleichen Ablauf haben, wenn ich jemanden kennenlerne. Und wenn du diesen Impuls hast und sagst, ich möchte daran was verändern, ich möchte nicht zum x-ten Mal mich viel zu schnell in jemanden verlieben, gar nicht wissen, ob das das Richtige für mich ist, lade ich dich von Herzen ein ins Beziehungscoaching. Du kannst dir dafür gerne erstmal ein unverbindliches Kennenlerngespräch buchen, wo wir dir genau erklären, wie arbeiten wir im Beziehungscoaching, wie arbeiten wir an deinem Thema, wie genau läuft das Ganze ab. Und dann, wenn das passt, werden wir wirklich über mehrere Monate uns deinem Beziehungsthema und deinem Beziehungsmuster widmen. Alle Infos dazu findest du auf emanuelerck.com/coaching. Dort kannst du dich einfach eintragen für das Kennenlerngespräch. Ansonsten schreib mir gerne noch in die Kommentare deine Fragen zum Thema Verliebtheit. Gibt es da noch etwas, was du genauer wissen willst, wo wir vielleicht noch in den kommenden Videos tiefer eintauchen. Ansonsten abonniere den Kanal, damit du kein Video mehr verpasst. Gib dem Video gerne einen Daumen nach oben und ansonsten freue ich mich darauf, dich dann bald im nächsten Video wiederzusehen. Ich wünsche dir bis dahin alles, alles Liebe, dein Emanuel.